Ja, moin zusammen. Willkommen zu einem neuen kleinen Infovideo. Und zwar ist es etwas versteckt hier. Ich bin hier auf der offiziellen Wargaming-Nachrichtenseite. Und vom 18. bis zum 28. Mai, ich überspringe jetzt mal diese ganzen Standardaufträge, hat sich hier doch eine Kleinigkeit eingeschlichen. Und zwar wöchentliche Aufträge Helmut Schiffmann. Start 18. Mai, Ende 28. Mai, also 10 Tage Zeit für einen vierteiligen Auftrag. Ich werde jetzt hier nicht alles runterrattern, das könnt ihr selber entnehmen oder nachgucken, wenn es interessiert. Merkt euch auf jeden Fall aber das Datum, das ist ganz interessant, weil wir bekommen halt einen deutschen Spezialkapitän. Wachsamkeit plus 35 statt 25%, also im Prinzip hier diese Torpedo-Aufklärung und der 1000-Sasser, also statt 5% schneller nachladen, 10% schneller nachladen, sind ganz nett. Ich war im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Wir sind vor einiger Zeit gefragt worden, wir Kontributoren, ob es da Namensvorschläge, Ideen gibt. Und haben uns da auch so ein bisschen ausgetauscht, wer es für Kapitänsnamen es da so gäbe, die man da so ins Spiel bringen könnte, die halt interessant wären. Und ja, jetzt ohne viel Tamtam ist es ein Helmut Schiffmann geworden. Für mich erstmal ein bisschen enttäuschend, bis ich dann realisiert habe, es ist ja nur sozusagen die kleinere Hafenrundfahrt. Es gibt, wenn man mal überlegt, mit Yamamoto einen dicken, fetten japanischen Kapitän, also mit viel extra Tamtam. Sprich, man kann eigene Flagge, Wimpel und Tracer werden in Rot angezeigt und so weiter. Und in Zukunft soll ja das gleiche auch für den Halsey-Kapitänen US kommen. Da ist ja auch mit so einem Augenzwinkern farbige Tracer, eigene Flagge und alles pipapo angedeutet. Das ist der zweite große Premium-Kapitän, nennen wir ihn mal groß. Und die kleinen Kapitäne, das wäre dann sowas wie John Doe, der ehemalige Steven Seagal, oder Jacques Honoré oder der Dunkirk-Engländer. Die sind ja im Prinzip auch nur ausgedachte Namen und bringen nicht so das volle Paket mit. Deswegen ist das für mich ganz okay und ich habe da einfach mal die Hoffnung, dass wir später vielleicht noch einen historischen Kapitän kriegen, nennen wir sie mal nicht groß, sondern historisch, mit mehr Fähigkeiten, eigenen Tracer-Farben und allem Pipapo. Fände ich eine super Sache. Bis es soweit ist, nehmen wir uns natürlich auch gerne diesen hier. Kommt natürlich ausgebildet für die Hermelin, müsste man dann natürlich sich überlegen, auf welches Schiff das ganz gut passt. 18. bis 28. Erster Blick würde ich sagen, sowas wie Z52 oder so. Auf jeden Fall eine ziemlich feine Sache. Also Nachladezeit, Verbrauchsmaterial wäre dann für mich Hydro. Und die Torpedo-Wachsamkeit ist natürlich sowieso geil, wenn man irgendwo in die Caps reinfährt, um sich mit den anderen DDs zu zoffen. Würde natürlich auch auf Schlachtschiffen oder auf Kreuzern gut funktionieren, aber auf jeden Fall keine schlechte Sache. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal in meinem Kalender hier sozusagen anstreichen, dass ich das nicht verpasse. Ist alles kein Hexenwerk, ist alles hier zu machen. Das meiste ist in beliebig vielen Gefechten zu machen, also keine große Sache. Sagt mir mal eure Meinung dazu. Vielleicht auch noch den ein oder anderen guten Vorschlag für einen historischen Kapitän oder so, den ich dann weiterleiten kann. Und ja, ansonsten viel Spaß mit dem Video. Hoffentlich hattet ihr sozusagen, es ist früh. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut da rein, bis bald.